Yo, Let's Play 7 Days to Die, Steuerner Staffel Hartmut Antares. Moin. Sehr cool. Schnell genug. So. In der letzten Folge waren wir stehen geblieben. Einfach durch die Pampa gefahren, bisschen gelootet, gekocht haben wir hier. Und das läuft jetzt immer noch durch. Ihr seid ja mitten dabei. Also, ihr seid weiterhin dabei noch. Also, nahtlos dabei. So, jetzt habe ich es. Nahtlos dabei. Ja. Hat mich die schöne Anmoderierung selber rausgebracht. Junge, ist das geil. Das gekochte Fleisch ist super, ey. Mhm. Wenn du das vergleichst mit dem gegrillten Fleisch, ne? Lass uns überhaupt gar kein gegrilltes Fleisch mehr machen. Ja, das kommt darauf an, wie viel Wasser wir haben. Jetzt haben wir gerade einen Wasserüberschuss. Bisschen. Ja, also. Das habt ihr die leeren Gläser immer auch bewahren. Das gekochte Fleisch verbraucht genauso viel Fleisch wie das gegrillte Fleisch, oder? Mhm. So. Genau. So, und du kriegst. Leben, also Gesundheit, kriegst du bei dem Gegrillten nur 5, bei dem Gekochten 15 Gesundheit. Richtig, es geht halt darum, dass ein Wasserkrug verloren geht und das anfangs immer schwierig ist. Ah, ja, stimmt. Aber jetzt haben wir ja genug. Ja, nur, jetzt haben wir, ja, geht, also 50 haben wir jetzt noch. Ja, ich kann auch nochmal einen Fokus drauflegen, bei mir sind jetzt gerade nur 8 im Inventar. Aber ich esse jetzt das gegrillte Fleisch, mache ich jetzt leer und gekochtes Fleisch, muss man überlegen, das füllt dir nachher die Leben. Wieder auf, ne? Weil gerade jetzt, wo uns die Heilverbände fehlen, ne? First Aid Kits. Der Schlagmann. Ja, was? Du kannst Baseballkappen und Collegejacken fertigen und erleidest 5% weniger Schaden, wenn du sie trägst. Interessant. So, Glasflaschen in Zukunft mehr aufheben. Oh, ich will dir nicht vor die Linse laufen. Genau. Genau. Ja, also ne, genau wegen Glas meine ich. Ja. Gebackene Kartoffeln. Glasflaschen auf jeden Fall auch bewahren, dann haben wir nie ein Wasserproblem und können immer kochen. Ja. Das ist natürlich sinnvoll. Ich habe jetzt alles soweit verbraten, außer ein bisschen, was ich noch da habe. Was ist los? Unsere Straße, die nach Norden führt, endet jetzt aber nicht da vorne, oder? Natürlich endet sie da, wäre zu leicht sonst. Egal, lass mal noch hier zum Nachbarn rein, bis das da durchläuft. Ja. Ja, ihr wisst Bescheid, ne? Wir laufen rum. Und gucken. Jo. Keiner guckt. Oh, hier ist ein Grill. Nee. Zerstörte Werkbank. Ah. Eine Fünfer. Oh, was ist denn hier? Steinschaufel. Guck mal, hier unten hier ist irgendwie so ein Nachtkeller. Oh, hier. Geil. Keine Ahnung. Ja. Oh, eine Bar im Keller. Oh, übel. Sneaky? Ah, Sneaky ist nicht, der ist schon wach. Der Kollege. Vorsicht, da ist ein. Ja. Oh, ich hab verfehlt. Schmerzmittel aufgehoben. Der kommt raus, okay. Ich muss meine Pfeile ändern. Meine Pfeile sind alle. Oh. So, hab ich. Ups, einmal über den Tresen gehopst. Kommen die raus? Ja, sie kommen. Mahlzeit. Und? Ja, ich sollte es lassen. Ich sollte es einfach lassen. Dafür habe ich eine Armbrust. Oh, ich muss skillen seit letzter Folge immer noch. Ich habe, glaube ich, auch noch einen Skillpunkt. Ich muss skillen. Ich habe mehr schon. 2. Oh, ich habe auch 2. Oh, ich kann Packesel auskillen. Geil. Na gut, so viel wollte ich da jetzt nicht reinstellen machen. Doch, doch. Wenn dann alles. Bringt das denn noch was noch irgendwas Zusätzliches, außer die? Nee. Nur Traglast. Ja, nee, dann lass ich das. Egal, jetzt gehe ich nämlich auf Bogen weiter. Weil ich würde mir dann später noch die Storage Pockets und so, ne? Ja, kannst du. Beweglichkeit. Kannst du die alle nehmen. Beweglichkeit muss ich skillen. Kann ich hier schon weiter skillen? Nee, da brauche ich 4 Angriffswelle. Guck mal, ich könnte ein Fleisch essen. Scheiße, hab keins dabei. Mir fehlt Gesundheit. Mega Crush habe ich auch noch. Das ist mega interessant. So, sehr schön. Ach, das gefällt mir. Großes Inventar, nicht mehr gucken, nie überladen. Ja gut, das ist jetzt nichts für mich, aber Angriffswelle ist was für mich. Ja, ich mache das jetzt mal weiter. Das ist eine Angriffswelle. Angriffswelle für Nahkampfangriffe jeglicher Art, also auch für Messer, dass du schneller angreifst. Die Schlaganimation ist dann schneller. Weißt du, du machst dann mehr Schläge pro Sekunde sozusagen. Okay, DPS. Ja, ja, das ist beim Messer sehr gut, weil ich sehr schnell und oft zusteche. Ja. So. Aber ich bin an so einem Punkt, ne? Soll ich auch mal versuchen, hier so einen Sneak-Angriff zu machen? Ja, mach mal. Guck mal, ob ich es schaffe. Ich könnte dir so geil zuvorkommen und den wegsneaken.
Ah, hat geklappt. Warst du in der Hocke? Ja, 1,5-facher Schadensbonus. Oh, cool. Den kann man auch noch auskillen, habe ich auch noch vor. Da versteckst du mich. Also ich bin an einem Punkt, wo ich sagen, dass ich den normalen Loot jetzt liegen lasse. Ne, also außer ich brauche irgendwas oder wir suchen gezielt nach irgendwas oder so. Also ich möchte mich jetzt echt... Oh, da ist was drin. Hast du gesehen? Nein. Oh, shit. Kommst du da dran, Lucky Looter? Wo bist du denn? Immer noch im Keller? Hier, einmal zurück, ja. Da ist was versteckt noch. Kommst du dran? Oder soll ich die Treppe wegschlagen? Ah, da kommt man nicht dran. Also durch dieses Gitter kann man, glaube ich, nicht durchgreifen. Warte mal. Da ist Loot. Den wollen wir. Ja. Da, jetzt müsstest du drankommen, oder? Ah, der muss auch noch weg. So, jetzt. Scheiße. Ich wollte zwei Schläge sparen. Munition und Rüstung, Leder, falls du möchtest. Ja, wenn die was kostet, möchte ich sie. Oh, muss mal. Ich habe die nicht aufgehoben. Ach so. Auch Glasflaschen. Und das sind diese Lederwickel für Faustkampf. Ja. Ach, zum Angreifen. Ne? Jo. Oh, hier ist einer. Okay. Ich höre was. Guten Tag. Wir sind doch schon da. Bam. Okay. Oh, nix. Oh, da ist bestimmt was drin. Ja. Nix. Kleidung. Collegejacke, ne? Wolltest du haben, ne? Für mehr Schaden oder so? Ja, damit halte ich mehr aus, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich die tragen will. Doch, ich könnte. Ja, weiß nicht. Kannst du gucken. Ach, die hat 10% mehr Laufgeschwindigkeit, kann das sein? Wer? Die College-Jacke. Jo, hat sie. Gib mir die mal. Mal eben was ausprobieren. Da. Wie sieht die aus? Tragen. Boah, das sieht ja gar nicht mal so cool aus. Ich verstehe dein Dilemma. Gibt es hier in solchen Häusern auch einen Main-Loot oder so? Nee, ne? Ich will mal was ausprobieren. Hat da gar nichts gebracht. So. Ja, Leute. Nützt nichts. War ein cooler Spaß am Anfang, aber Laufgeschwindigkeit. Ich wusste, es gibt Faktoren, die kann er nicht liegen lassen. Ach, guck mal, Feuer ist ausgegangen, sehr schön. Hier, guckt euch das an, wie ich hier durch die Gegend speede. Ne? Jetzt noch ein Mega-Crush und ab geht die Lucy. Ab geht die Lucille. Ab geht die Lucille, genau. Ein schöner Spaß am Anfang, Laufgeschwindigkeit. Geil. Oh, wo bin ich denn hier? Ich sterbe. Ich komm? Nein, ich sterbe. Nein, ich komm. Warte, komm. Ich bin da. Wo bist du? Ich bin runtergefallen. Scheiße. Oh, ich bin noch schon draußen. Warte mal. Ich muss mein Fenster suchen, was ich kaputt geschlagen habe. Nein. Wo ist denn das? Hab ich's geschafft? Nee. Weiß ich nicht. Hier. Ich hab's überlebt. Oh, sehr gut. Und weißt du warum? Nee. Weil ich die Donnerbüchse hatte. Echt? Ne, ich hab ne Schotze. Du auch. Ich hab Schotze geschossen, ich hab Donnerbüchse geschossen, ich hab zurück auf den Knüppel gewechselt, als ich kurz Zeit hatte. Alter. Ja gut, die Diegel habe ich hier nicht benutzt, ne? Aber mit der habe ich schlechte Erfahrung. Oh Mann, ey. So, ich hau mir ein Schmerzmittel rein. Ich hab's überlebt, Alter, das ist heftig. Ich bin durch ein Loch gesprungen und dann waren hier unten 3 Zombies, ne? Ich bin auf dein Video gespannt. Alter. Ist ja gar nichts los. Zerbombtes Haus. Ich bin mal trotzdem nach oben. Könnte ja was sein da oben. Sieht auf jeden Fall geil aus. Und eine Ruine hier. Vielleicht findet man hier ein Safe oder sowas. Gucken. Also jetzt wird es langsam spannend. Warum? Schuhe. Ausdauerwiederherstellung beim Rennen. Was haben meine jetzigen? Nix, ne? Nix. Ich tausche die aus. Ich werde natürlich die schwarze Farbe mitnehmen. Ich versuche das möglichst... Oh. Möglichst so zu lassen. Ja, ich bin noch zufrieden. Tragen. Wenn ich jetzt irgendwas finde, was Bogenschaden erhöht, dann bin ich dabei. Naja, die Schuhe gehen.
Ausdauerwiederherstellung beim Rennen, 20%. Weißt du, wie wichtig das ist? Ja, weiß ich, aber ich will da noch, ich halte noch dran fest. Ja. Ich halte noch dran fest. Okay, das habe ich gehört. Wow. Hier ist ein Safe, soll ich mal versuchen, den zu knacken? Ich bin immer noch in dem Haus drin, ne? Okay. Alter, der checkt das. Komm, spielen wir jetzt hier nicht rum. Geht doch. In dem Moment, wo es abgebrochen hat, hier beim Schlösserknacken, hast du geschossen. Gewehr Zweibein-Mod. Brauchst du die? Oh, ja, immer mitnehmen, klar. Okay. Oh, oh, oh. Boah, das ist extra so gemacht. Du fliegst aus Häusern runter und dann spawnen die. Oh Gott! Spawnen die Viecher. Oh nein! Nicht im Keller, bist du ein bescheuertes Wahnsinns, bist du. Ich sterbe. Nein, nicht sterben. Ich sterbe nicht. Nein. Oh. Ein Zombie hat mich jetzt so fertig. Ich hab's zweimal verfehlt durch Panik. Ich habe eine komplette Eisenrüstung, wenn du die tragen willst. Nein, nein. Nein. Damit fange ich nicht schon wieder an. Alter, du bist hier in einem geschlossenen Raum und dann spawnen die Dinger, ne? Das ist doch unfair. Meinst du, 228 lohnt sich zu verkaufen? Ja, klar. Ja. Das sind schon gute Preise. Ja, dann nehme ich die mit. Doch, doch. So, krass, ey. In diesem Raum ist extrem viel Loot. Ich komm hier erstmal so schnell nicht raus. Wildbreteintopf. Lecker. Geil. Jetzt darfst du erstmal eine Weile nichts essen, dass er sich auch lohnt. Ja, genau. So, wie komme ich jetzt raus? Du bist eh aus dem Haus raus, dann. Ja, ich bin hier schon in so einer Bauruine und ich will da rüber springen, weil da war Loot irgendwo. Ich weiß noch nicht mal, wo das war. Warte mal, hier lang. Ich bin hier lang gelaufen. Ich bin jetzt von oben herunter gebrettert. Dann bin ich hier durch, genau. Hier war der Zombie. Hä? Hier rein so. Jetzt. Junge, schlag das einfach weg. Du bist schon weiter gefahren? Nee, ne? Nee, Motorrad? Nee. Ich komme gleich zurück, weil da ist das Lagerfeuer noch. Ja. Das läuft gerade mal durch. So, dann. So, hier war ich gerade und dann bin ich hier. Ne? Ach, hier bin ich gefallen. Oh. Ui, das bricht schon wieder ab. Geh in Bauruin nicht aufs Klo. Dann kann ich das stacken, dann packe ich dir das da rein. Immerhin leere Gläser. Zum Verkaufen. So. Kochtopf Repair Kits. Jawohl, geschafft. Ohne Taschenlampe und Antibiotika hat sich doch gelohnt. So, weiter hoch. Also sogar noch im Keller, ey. Kann man nicht stacken, ne? Nee. So unscheinbar, dieses Gebäude, aber voll viel versteckte Kisten hier und hier so Rucksäcke und sowas. Ja. Ist echt gut. Soll ich mal ein bisschen den Norden etwas ausspähen? Ja, mach ruhig, ich komm nach. Ich wollte noch im Keller gehen. Ja. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, vielleicht wollen wir das mal eben direkt machen. Was? Mal eben einen Schlafsack placen für den Fall der Fälle. Jo, denke ich dran, gleich nachdem ich im Keller sterbe. Was? Schwach. Oh, ja, hier ist der Master Loot, okay. Alles klar. Also auch Bauruinen haben Master Loot, sehe ich gerade, ne? Was ist denn hier eigentlich drin in diesen Kisten? Plastik und Papier, okay, cool. So, wäre jetzt interessant, wenn man jetzt selber Munition craften möchte. Ja. Waffentasche, was habe ich denn hier? Eine 6er Donnerbüchse brauchst du noch? 6er Donnerbüchse? Jo. Moment. Wie schnell ist das? Ja, ich habe eine 4er, würde ich nehmen. Gut, habe ich. Shamway Foods, ist immer gut. Ja, das nehmen wir nicht mit, hier das alte Sandwich-Zeug. Oh ja, eine schöne Straße, die in den Nordosten führt. Aber ich habe bis jetzt, also wir haben ja im südlichen Bereich mal ein anderes Biom. Oh, ich sehe es schon, ich habe schon gesehen. Da vorne gibt es ein verbranntes Gebiet. Ich wollte gerade sagen, wegen Biomwechsel, ne? Ja, kommt ja alles, ne? Ich meine, ich habe mir mal zwischen den Aufnahmen die Karte so angeschaut und also ob wir jetzt jeden Millimeter der Karte aufdecken, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wollen wir überall hin. Ja, ne? Also wir werden jetzt nicht gucken, wenn da jetzt ein Millimeter Karte noch grau ist, dass wir das auch noch aufdecken, das ist ja Quatsch. Nee, also ich bemühe mich ja schon jetzt, oh ein Bär, ich bemühe mich
die Straßen zu fahren und nicht übers Gebirge, ne? Richtig. Ja, macht mehr Sinn halt. Ne? Ja. Das ist auf jeden Fall ein Bär. Ja, da ist ein wenig verbranntes Gebiet. So, und wir suchen natürlich auch Trader. Ja, da haben wir auf jeden Fall. Wie gesagt, da kommen wir wahrscheinlich dann irgendwann dahin, dass wir sagen, so, wir gehen jetzt wieder zum Trader, machen Quests, weil er soll dich jetzt angeblich weiterschicken zum nächsten Trader und so weiter. Ich bin sowas von voll, ich muss eh bald zu einem Trader, also sollten wir jetzt keinen finden, muss ich mir den Weg mal zurück machen. Das kann ich mal zwischen den Aufnahmen machen. Ja. Dass ich mal zurückfahre, weil das ist, ich bin halt voll, ne, und ich will das auch nicht wegschmeißen, nee, das ist wertvoll. Du, zur Not machen wir mein Motorrad auch noch voll, aber ich würde gern den Trader finden dann auf dem Weg. Weißt du, ich meine? Ja, wir müssen eigentlich in der Nähe von Städten immer gucken. Also wir waren jetzt auch in einer Stadt und wir haben die jetzt nicht aufgedeckt und sind weitergefahren. Das könnte sein, dass da einer ist, ne? Ja. Ich habe hier ein Gebäude gefunden, was ich vorher noch nie gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es neu ist oder Juhu! Dann bin ich schon. So, Erfahrung. Kennst du das? BJ Welding. Oh, geil. Nee. Habe ich vorher noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob es neu ist. Komm mal kurz. Das ist für dich. Das ist für dich. Das ist für mich. Oh ja, warte. Donnerbüchse. Obwohl, habe ich da irgendwelche. Nee, habe ich nicht. Gut, dann kann die weg. Oder oh ja, 151, weiß nicht, musst du wissen. Ja, du siehst fast so aus wie vorher. Echt? Nein, Quatsch. Ich mache jetzt nicht die Jacke, ne? Ja, ja. Warte, ich gehe rein, leise. Oh, hier. Okay, Geld, war's. 143. Nimm die mal raus. Ich hab sie mal drin liegen lassen. Okay, da kommt noch einer und noch ein Thema rausgekommen. Wow, ich habe einen Hund gehört. Ja, ich gehe mal draußen schauen. Ja, muss wohl im Keller sein. Ich gehe mal vorne gucken. Ein Motor. Oh, hier. Oh, ein Wolf. Komm mal raus. Ja, bin draußen. Bin neben dir. Warte, ich hol den mal ran hier. Okay, der kommt. Er kommt. Oh, der hat die gelben rote Augen. Rote. Ich renne. Wo ist mein Bike? Lauf. Oh, er hat mir nur gehauen. Vorsicht, gleich stirbst du. Geh weg auf dein Bike. Ich weiß nicht, wo es ist. Vor dir. Ich komm. Ich weiß nicht, wo mein Bike ist. Hinter dir. Ich hab ihn überfahren. Geh weg. Bin drauf. Boah, das ist mit roten Augen sogar. Ich hab ihn auch überfahren. Das ist Mobbing. So, pass auf, wo ist er jetzt? Überfahren. Kriegen wir ihn so tot? Ja, ich lade mal eben schnell meine Waffe, ne? Ja, der verfolgt mich. Ist down. 1300 hat er gegeben. Ja, ja, das mit roten Augen kenne ich noch gar nicht. Ja, ich glaube, so einer ungefähr hat mich, glaube ich, auch gekillt, ne? Ne, der war gelb. Der hatte gelb-orange Augen. Der hatte richtig rote Augen. Sieht man die Augen noch? Ja, nee, doch. Doch, der hat orange Augen, genau. Dran irgendwie im Gefecht. Ah, die halten so viel aus, ey. Die sind mega, ja. Also im Hard-Mode sind die echt Albtraum. Oh, ich hab Durst. Charakter hat Durst. Ich hab Trinken, wenn du willst. Ja, ich hab auch. Halbes Leben, guck mal, er hat mich zweimal gehittet. 60 Leben weg. Und der hat mich auf dem Motor. Ja, ich hab auch aufgeballert, ey. Ich wollte keinen Fall, dass du stirbst, weil ich hab auf jeden Fall noch einen Rucksack, einen Schlafsack im Rucksack. Ich habe ja gesagt, ich merke das, wenn ich einen brauche, nehme ich jetzt. Ja. Den place ich jetzt hier im BJ Weldings. Genau, hatte ich auch vor. Jetzt einmal noch hier. Nicht Baumwolle, Mann. Wo ist das Zeug? Jetzt machen wir ganz Inventar hier voll. Weg damit. Boah, hab ich Scheiße dabei. Jetzt essen direkt. Weg damit. Noch eine Werkbank hier oben. Wo ist denn jetzt das Schlafsackzeug hier? Da hergestellt. Ne, hab ich gar nicht. Duct Tape. Soll ich liegen? Das ist mein Leben, ne? Munition, ne? Sonst gibt's hier nichts, oder? Oh, ich höre wieder was. Schlafsack ist da. Ich komm. Bist du oben? Gucken, ob ich hier überhaupt nochmal wieder rauskomme. Psa, ist ja geschafft. Oh ja, Donnerbüchsenmunition. Oh, da war einer. Cut Night Joe.
Hast du das? Ich dachte gerade, heftig. Mein Knüppel wie bei Final Fantasy, weißt du? So eine Final Fantasy 8. Die, okay. Das sind Schwerter, mit denen man schießen kann. Geil. So kam ich mir gerade vor. Hättest du einfach nichts gesagt, hättest dich gar nicht umgedreht, wäre in deiner Folge so gewesen. Ja, ich glaube, Gunblades heißen die da sogar. Da hast du quasi ein Schwert mit einem Abzug. Guck mal, wie kamst du denn da hoch? Haha, über die Hauskante. Hauskante? Ja, ein bisschen tricky. Ein bisschen Parkour-Style. Wo bist denn du? Ah ja, ich sehe dich. Da. Okay, ja. Und von... War da oben was? Von hier aus kannst du denn... Zack. So, ah, jetzt hat's nicht geklappt. Hier über die... Zack, so bin ich hochgekommen. Ja, ja, ich wollte, ne? Ja. Oh, guck mal, hier Goldrücken. Nee, da war nichts. So, gucke ich mir mal die Karte von oben an. Hier endet schon wieder die Straße. Es ist nicht so einfach, in Richtung Norden zu kommen. Über Straße. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal weiter Richtung Osten. Also ich würde sagen, guck mal, wir haben ja die Stadt jetzt nicht umrundet. Wir die letzte Stadt einmal umrunden und Trader suchen. Meinst du, dass der Trader... Also wir hatten jetzt... Ist ein Gebäude. Ja, auch. Wir hatten am Anfang den Trader in der Stadt, aber das muss ja nicht heißen, dass der Trader immer an der Stadt ist, oder? Also sonst war es immer so. Ja. Wenn, dann war ein Trader außerhalb von Städten. Ja, lass uns... Okay, dann fahren wir jetzt zurück zur Stadt. Also die wir hier im so Süden die haben. Genau. Umrunden so, ne? Und dann gucken wir mal. Wir haben noch... Viertelstündchen Zeit. Ja. So, Schlafsack ist geplaced hier oben. Und folgen mal an Taris. Dann können wir ja, einer fährt rechts rum, einer links rum. Ja, genau. Ich fahre rechts rum. Ja, ich sehe, wo du fährst. Dann fahre ich andere Richtung hier und dann so ein bisschen außerhalb der Stadt durch. Aber du meinst... Grob umrunden. Oh, hier ist... Ah, ist auch interessant. Du meinst, dass der... Also, wenn wir einen Trailer haben, dass der am Rande der... Ja, im Umland, sag ich mal so. Ja. Oh, hier. Also so ist es meistens bei mir immer gewesen, dass die Händler immer so im Umland von Städten waren. Ja. Nicht direkt an der Stadt, muss nichts heißen, einfach so grob. Oh, ein Bär, der ein Zombie hier frisst. Ja, ich habe gerade einen Rocker gesehen und so einen Trailerpark, der sah auch interessant aus. Hier ist alles so offen irgendwie so. Ist auch interessant. Was ist denn hier, eine Burg oder so sehe ich hier? Also, wenn wir mit Base spielen würden, dann wäre das hier ein geiler Ort für eine Base. Was hast du denn? Ach so, außerhalb der Stadt, so offen alles irgendwie. Eine Wiese halt, ne? Und drumherum eine Straße. Ah, okay, cool. Oh, hier ist eine Farm. Sehr interessant. Ich habe einen See gefunden. Einen ziemlich mächtig großen See. Sieht sehr geil aus. Mais. Ja, das ist die. Dann ist da noch ein riesiges Shamway. Fahre ich noch richtig? Ja. Metalworks. Zu einem wissen wir auch dann, wie groß die Städte sind, ne? Mhm. Zum anderen halt, ja, können wir hoffen auf einen Trader. Oh, hi. Ah, sind wir schon rum, ne? Jo, guck mal, hier sind auch noch Gebäude. Ja, da bin ich auch hingefahren. Ach, da war's schon, gut. Ja. Ja gut, hätte er sein können, ne? Sonst könnten wir jetzt auch der Straße westlich weiter folgen. Und dann machen wir so einen Bogen zu unserem ersten Trader, weißt du, so einen großen Bogen können wir fahren. Ja, wir fahren jetzt Richtung Westen, okay. Ja, Südwesten. Oh, ich hoffe ja. Wie will ich denn? Ich hoffe ja, dass wir einen anderen Trader finden, ne? Weil ich das so ungern vermeiden möchte, immer wieder zurückzufahren, ne? Ja, du kannst auch andersrum fahren. Ich muss halt nur mein Zeug loswerden. Ja, ich weiß, ich weiß. Und wie gesagt, ich mache den Bogen, ich decke das dann hier auf. Vielleicht finde ich ja auch unterwegs noch einen. Wenn nicht, gebe ich das Zeug ab und dann komme ich wieder. Und dann haben wir Geld, ne? Und kann noch was kaufen. Ja gut, hätte ja sonst auch noch Sachen, die man verkaufen kann, ne? Ja gut, du hast die meisten Sachen, ne? Ja, mein Ding ist voll und mein Inventar auch. Mhm. Also mein Bike. Das sieht schon interessant aus hier. Also die Map ist mega. Also Die einzelnen Seen. Hier ist eine ganze Menge Wasser, Alter. Das ist aber cool gemacht. So, hier die Straße, da der See. Ich würde auf jeden Fall hier in der Nähe irgendwo ein Lager aufschlagen, alleine wegen Wasser, ne? Und Bären, Tiere hast du hier. Ich meine, vielleicht ist es in der Alpha 19 normal,
Oder seedabhängig, aber du hast echt mal wieder Wildtiere. Das kennst du von der Alpha 18 gar nicht mehr. Ich muss hier ungefähr so fahren, ne? Ungefähr da die Richtung. Ah, da bist du ja. Hinter dir. Hier so ein Sandweg. Ich nehme den mal. Du nimmst den Sandweg. Soll ich mal geradeaus weiterfahren, oder? Nee, ich nehme auch. Ich habe mir da so grob eine Markierung gesetzt, so Richtung. Die Richtung halt. Ja, wäre ich der Straße gefolgt, wäre ich wieder in die Stadt gekommen, glaube ich. Weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Hier entdecken wir auch nebenbei halt neues Gebiet und ich weiß auf jeden Fall, dass am Ende der Reise ein Trader ist. Wenn nicht ein neuer, dann halt der alte, wo ich halt kurz meinen Stuff ablegen kann. Ja. Ja, das passt schon. Das Umgucken mal nicht vergessen, das sind ja auch Gebäude. So. Oh, so. Sehr interessant. Wie war mal der Trick, dass man das Motorrad mit WASD lenkt und sich mit links umgucken kann? Linksklick. Linksklick. Oh, was denn? Ja, es ist halt so simpel eigentlich, ne? Ja, komm kein Mensch drauf. Ja. Hier, du hattest doch diesen coolen Trick. Wie geht das nochmal? Linksklick. Linksklick. Ha. Und dann ist so die Ernüchterung groß. Aha. Ja. War ja gar keine Kombi. Oh, schöne Blockhütte. Sieht gut aus. Ja. Die sehe ich auch gerade. Ich glaube, ich habe sie von auf meiner zu meiner Linken gesehen. Du hast sie zu deiner Rechten gesehen, ne? Ja, genau. Hier ist auch ein größeres Häuschen. Schöne Gebäude, wirklich. Ui! Alter, Offroad-Action hier. Das ist voll doof. Jetzt schaue ich mich um und denke, ich lenke und lenke aber nicht. Und dann drücke ich in der letzten Minute A und D und drifte durch die Gegend. Ja, kenne ich. Komm, nee, du musst jetzt mit der Maus wieder lenken, sonst ist alles vorbei. Hühnchen. Ich sehe dich. Boah. Ich beobachte dich. Wie du durch die Gegend driftest. Ist doch schön. Ja. Normal kann jeder. Ja, voll die Cross-Strecke. Ja. Nimmst hier so ein paar Jumps mit und so. Hoppla. So, hier lang ungefähr, glaube ich. Check mal die Karte übrigens mal. Ja, das ist so die Richtung. Ja, guck mal, jetzt könnte ich jetzt stur nach links, nach Süden und dann würde ich direkt zum Trader kommen. Machen wir mal so einen Bogen. Ein Linksbogen. Ja. Also hier. Ja, wir heute ein bisschen rum und sehen ein bisschen was, Leute. Von der Karte, die ist echt mega geil. Ich wollte es gerade sagen. Also hier kommt nämlich jetzt wieder eine Stadt. Ja, sehe ich gerade. Ich fahre dir mal hinterher. Vielleicht haben wir ja hier das Glück. Sollen wir mal wieder so umrunden? Können wir machen. Dann fahre ich rechts, du links oder was? Ja. Oh, guck mal. Was ist das denn hier? Ein Skatepark, Alter. Hast du das schon mal gesehen? Ja, doch, der ist schon älter. Echt jetzt? Ja. Aber das ist cool. Kann man da auch mit dem Bike rumskaten? Ist das ein Trailer? Ja. Wir haben einen Trailer gefunden, oder? Was, ohne Schuss? Ja! Verarsch mich nicht. Nee. Wo? Sag mir nicht, dass es keiner ist. Nein, das ist so eine. Och, so ein Loot. Wollte ich sagen, hä? Wo war denn der jetzt? Schade. Ja, wenn du da reingehst, da kommen tausende Zombies von allen Seiten. Okay. Das sieht echt aus hier, mit einem Tor vorne. Ich habe mir so ein Ding schon mal als Base eingenommen. Geil. Ja, voll gut. Aber dieser Skatepark, und du erzählst einfach so, ja, nö, der ist alt. Doch, schade. Der ist ja schon sehr alt, ja. Muss man mit dem Bike rein und ein paar Jumps machen. Dasselbe wollte ich gerade sagen, aber mit einem Fahrrad halt, ne? Ja. Richtig gut. Komm schon, hier muss auch ein Trailer jetzt mal sein. Wie gesagt, die können auch halt außerhalb sein, aber ich habe halt oft die Erfahrung gemacht, dass es halt im Umland der Städte war. Hier ist ein Kino. So habe ich damals immer meine Trailer gefunden. Ja. So ein Kino ist auf jeden Fall auch hier. Ist auch interessant. Wer weiß, wie das in Alpha 19 aussieht. Ja, stimmt. Oh, hier ist eine Military Base. Schlechte Erfahrung, Hardmode. Direkt nebendran eine Kirche. Ja, das brauchst du auch. Ne? Ach nee, das ist ein Gefängnis, ne? Gefängnis. Alter, die Stadt ist größer, als ich dachte. Ist dasselbe. Kirche, Gefängnis, da passt schon.
Oh, Wüste. Ja, Wüste. Ich sehe es. Es sieht geil aus hier, so offen. Boah, so orange, ey, wow. Satte Farben, ey. Ah, ist das jetzt die nächste Stadt oder ist das immer noch die gleiche Stadt? Nö, die geht so rein hier. Das könnte noch ein Trader sein, oder? Nee, oder? Trader! Hier, ich. Ja, River, White River. Bei mir? Du bist auch da. Ja, yep, in der Wüste. Was, wo bist du? Bist du genau bei mir? Nice, ja, bei dir. Hab ich schon gesehen da hinten. Wir sind. Yes, wir müssen nicht zurückfahren, Leute. Durch die City. Entschuldigung. ja, direkt Markierung hier, oder? Ja, mach ich auch. Na, dann kannst du ja teilen. Wegpunkt speichern. Wie habe ich die Trailer? Puh, weißt du was? Ich fahr da am besten direkt rein mit dem vollen Bike. Ja, und nachher ist 22 Uhr und dann kriegst du dein Bike nicht zurück. Ah, du hast aber auch echt eine Bike-Verlustangst, ne? Ich nicht. Meins habe ich in der Tasche. Weißt du, für solche Fälle gibt es den Cheat-Mode. Also. So, Leute. Alles klärchen, was haben wir denn hier? So, das verkaufen wir alles, das endlich. Auch nicht ins. Ach, ich bin so blöd manchmal, wirklich. Und ich denke, wir können. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber wir können auf jeden Fall dann auch nochmal. Wir haben jetzt auf jeden Fall, beenden wir die Folge hier. Das dauert jetzt 5-8 Minütchen, Leute. Also wer jetzt keine Lust auf Trader-Session hat, der kann jetzt abschalten. Ja, aber wie gesagt, wir können auch hier auf jeden Fall nochmal eine Quest annehmen. Ja, könnten wir gerne machen. Und ich glaube, das ist der Trader, wo es die Schmiede gibt, ne? Puh, ist das so, dass es gewisse gibt, die welche haben? Weiß nicht, warte mal, ich muss mal eben kurz auf die andere Seite gucken, weil ich wusste, das war hier beim letzten Mal in dieser Tür. Oh, keine. Aber ich guck mal. Ich weiß gar nicht, was ich mit einer Schmiede will, aber... Ah, hier ist eine. Zerstört. Wolltest du nicht einen Grill bauen oder so? Oh, was ist das? Pfeilspitzen aus Stahl. Kannst du die gebrauchen? Das finde ich Pfeil des Bogen. Ja, aber mit Pfeilspitzen aus Stahl kann man doch auch Bolzen herstellen. Achso, ja, brauchst du Holz und Federn. Haben wir alles. Haben wir alles. Boah, das gibt richtig Asche hier. Na, du kannst ja Bolzen oder Pfeile. Ja, Bolzen. Ach so, wegen Pfeilspitze. Ja, klar, logisch. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Jetzt erst. Bolzen. Oh, guck mal, die Mechanical Parts haben uns jetzt mal eben 500 und gebracht und die Electrical Parts, die wir nebenbei gelootet haben, 230. Ja. Mal eben ein Tausender, obwohl wir eh halt Benzin brauchten. Also, um Stahlbolzen herzustellen, brauchst du auch Pfeilspitzen aus Stahl. Ja, ja, ist logisch. Aber das muss man halt lernen. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Das weiß ich auch nicht. Kannst du das denn? Nee, kann ich nicht. Ich hab's ja auch nicht geskillt. Ich weiß ja nicht, ob du da auch schon... Oh, ich höre was. Ich hoffe, die Tür ist zu. Das weiß ich nicht. Bogenschießen für Ranger brauchst du dafür. Ja, habe ich schon ein, zwei Bücher gelesen. Könnte sein. Ja, dann kannst du es... Ich kann auf jeden Fall explosiv bolzen. Und ich glaube Brandpfeile, das kann ich. Aber da brauche ich auch Plastik für, glaube ich. Komm, nimm mal mit hier. Zement, kann man verkaufen. So, das lassen wir alles da. Jetzt nochmal zum Bike und die nächste Fuhre. Und dann schaue ich, was er hat. Antibiotika, sehr gut. Ah, das Fahrwerk, genau, das hatten wir noch. Hier ist ein Wolf irgendwo, ne? Ja, ja, lass ihn mal wolfen. Brauchen wir diesen Amboss eigentlich? Ich fahre den Amboss mit die ganze Zeit. Den Amboss? Für die Schmiede, ne? Schmieden, ja. Ja. Weiß ich nicht. Aber wenn wir mal eine finden... Der macht ja eigentlich nur Fertigungsgeschwindigkeit plus 50%. Der macht ja jetzt nicht, dass wir überhaupt schmieden können, ne? Ach so. Ja, wusste ich nicht. Ist eigentlich verzichtbar. Okay. Ich habe gedacht, den braucht man auch, um gewisse Sachen herstellen zu können. Das kann sein, aber so weit craften wir ja gar nicht. Ja. Maiskolben hier. So, ich hätte jetzt noch Sachen, die man beim Händler verkaufen kann. Soll ich die dir droppen oder soll ich die verkaufen? Verkauf ruhig. Ich hab's ja nicht. Du kannst mir die auch geben. Ich hab's nicht geskillt noch. Okay. Ich möchte erstmal auf Schaden gehen jetzt. So, Öl. Ich zwinge mich richtig, das nicht zu skillen, glaubst du? So. Normalerweise wäre der Händler schon voll geskillt jetzt. Leder. Also viel Stuff, ey. Hier, Gewehr-Zweibein-Mod, die wolltest du benutzen, ne? Ja, wenn ich mein Gewehr hätte, ja.
So, kannst die, aber durch ins Bike packen. Ich habe noch eine. Ja, die Pfeilspitzen aus Stahl, die habe ich jetzt auch mal verkauft, weil wenn wir eh nicht schmieden, ne? Ja, ja, alles gut. So, Stofffetzen. Kaufen wir uns oder kriegen wir als Belohnung irgendwann mal bestimmt. Das ist es ja, ne? Wir können uns halt nicht alles irgendwie selber aussuchen, ja. Was passiert. So, guck mal hier. So, ich drop dir mal, was du hier, guck mal. Ja. Die Jetons und Gewehr Zweibein, wenn du das benutzen möchtest. Ansonsten kannst du es verkaufen. Ich pack erstmal ein Bike. So Mods und so ist halt das, was wir halt, worauf wir, ja, das suchen wir halt, ne? Ja. Für einen späteren Ach, hier, Verlauf, guck, für eine AK guck, oder so. Die musst du noch verkaufen. Jo. Hast du noch was? Ich glaube, das war's erstmal. Ich hätte noch das 675 Eisen. Ja, das kannst du mir auch geben, verkaufe ich auch. Ja, dann oder schmeiß dir neben mich einfach. Ja, ich schmeiß dir das jetzt auf den Boden. Nur nicht vergessen. Nee, nee. Ja, ein bisschen schade, ne? Mach das sofort weg. So, hab ich. So, ich lass mal kurz einen Besucher hier rein. Ja, ja. Okay, hat sich nicht gelohnt. Brauchst du nicht sammeln. Waren jetzt 134 für so viel. Ich dachte, das gibt mehr. Oh, okay. Ja, das ist schon... Schon. Aber wir haben jetzt schon 9.000. Ich hatte gerade nur 3.000. Also auf jeden Fall gelohnt, dass wir einen Händler aufgesucht haben. Den Mantel muss ich behalten, Leute. Weil wegen Kältewiderstand, wenn wir in der Wüste sind oder so, dann also Wüste oder halt, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Auf jeden Fall. Gut, gut, gut. Machen wir das hier. Ich glaube, ich möchte mal hier ein bisschen... Haben wir den nervigen Teil fertig, jetzt kaufen wir einen. Immer erst im Secret Stash gucken, Leute, da sind die Preise besser. Ich könnte eine Pistole kaufen, jetzt zum Beispiel eine 9mm, 3er für 3,4. Aber was viel geiler ist, Antares, check mal kurz, hast du der Schlagmann Band 2 schon? Oh, der Schlagmann Band 2 habe ich schon. Schade. Das ist das Einzige, was ich habe. Obwohl, das ist auch gut für mich, hast du gesagt, ne? Kannst Baseball, nee, das Baseball-College-Jacken weniger Schaden. Ja, ich habe bekommen, ne? Halt 5% weniger Schaden und kann 10% schneller laufen. Ja, ja, durch die Jacke, klar. Ja. Scharfschütze Band 7. Lerne, wie man, ach so, das ist nur für die Muni, brauche ich nicht. Panzer würde ich eine, also für 9mm hätte ich schon sogar Munition, die ich kaufen könnte. Nachtpirscher Band 2. Reparaturkit, aber nur eins. Und dann auch so überteuert. Warte, Nachtpirscher müssen wir kurz checken. Wo ist denn das hier? Bei Büchern. Nachtpirscher. Nachtpirscher, wo bist du? Nacht. Hallo. Der Nachtpirscher. Verdammt, Band 2 habe ich. Ah. Schade. Dover Händler. Habe ich. Okay, gut, weiter geht's. Ich kaufe jetzt 10 Matratzen. Nein, Quatsch. So. Oh, geil, die kaufen wir. Erste-Hilfe-Verbände. Oh, sehr gut. Zack, und 2 Stück. Das ist wichtig. So. Essen. Große Rindfleischration. Ah, ich glaube, Essen sind wir gut aufgestellt, ne? Das passt auf jeden Fall. Kleiner, ach so. Motorwerkzeugtank. Pass mal auf. Tankgröße für Kettensägen. Mit diesen Vermietungsmaschinen war nichts, aber es gab doch noch diese anderen Automaten bei Händlern hier. Chilled Drinks, ne? Jo, da hattest du, glaube ich, einen Kommentar, ne? Richtig, von der Alex. Alex, genau. Schöne Grüße. Jo, auf jeden Fall. Und sie hat nämlich geschrieben, in den Automaten, wie heißen die jetzt? Ja, diese Essensautomaten halt. Genau. Da sind die Sachen billiger, als wenn man sie direkt beim Händler kauft, ne? Passt auf, Leute, passt auf jetzt. Ich sag dem Antares jetzt was und er wird grübeln. Wow. Ich hab eine Brille für dich mit Beutebonus plus 4. Gerne. Weißt du, was ich hier gerade sehe? Für einen Tausender kaufe ich. Vielleicht. Ich schau mal, ob ich es kaufe. Ich schau noch weiter. Weißt du, was ich hier gerade sehe? Was denn? Atom-Junkies. Das sieht aus wie so ein Bonbon. Okay. Soll ich dir mal vorlesen? Was mit uns? Ja, bitte. Explosionsschaden 50%. Ja, das sind deine. Explosionsblockschaden 50%. Dauer 5 Minuten. Kann man Minuten. Die schmeißen, ey?
Ja, die schmeißt du dir rein und wenn du dann eine Granate wirfst, macht das 50% mehr Schaden. Wie geil ist das denn? Für die nächsten 5 Minuten. Also in 5 Minuten kriege ich eine Menge Granaten weggeworfen. Ich weiß, ich habe die Scheiße gecraftet, ey. Geil, Zuckerhintern. Was ist das denn? Handeln, 10%. Hier, okay, das kannst du vom... Bevor du weitersprichst, muss ich dich warnen, was du jetzt sagst, ist auf Band. Zuckerhintern und so. Weiß ja nicht. Heimtückisches Kätzchen. Ja, Alter, Schwede. Ey! Heimtückisches Kätzchen mit Zuckerhintern. Das ist was für dich. Ey, Vorsicht jetzt. Schleichschaden 50%. Bist du? Da wird das heimtückische Kätzchen aber sehr interessant. Mit dem Zuckerpopo. Warte mal, ich kaufe jetzt die 9mm. Ne? Ja, wir haben noch keine Waffe dafür, aber... Doch, wir haben Muni in mein Laster geschossen. Und ich kaufe jetzt nochmal 126 Panzerbrechende. Ja, aber wir haben keine Waffe dafür, das habe ich gesagt. Ich kaufe die 9mm plus Muni. Ach, du kaufst eine 9mm Pistole? Ja. Krass. Jo, brauchst du die? Du hast eine Magnum, ne? Damit kann ich aber keine 9mm abschießen. Aber hast du genug Muni für die Magnum? Weil ich habe nur die Schrotze, die zweiläufige. Ich habe 51 Schuss. 51. Ich habe jetzt 126 panzerbrechende Schuss und ich hatte doch noch Muni dafür irgendwo. Hast du Muni für 9mm? Kann sein, dass ich die gestackt habe, ja. Ich habe 420 Schuss. Willst du alle haben? Was? Alter. Kommt drauf an, willst du die benutzen? Du kannst mir auch gerne dann... Ich überlasse sie dir auch, wenn du möchtest. Und was möchtest du dann nehmen? Deine gute Schrotze vielleicht. Weil du hast eine viel bessere als ich. Ich habe auch nur eine doppelläufige Dreier-Schrotze. Ja, aber meine ist 1. Ach so. Ich würde auch die Pistole nehmen, ja. Ja, dann gib mir deine gute Schrotze dann und deine Schrotzenmuni. Möchtest du die 1er-Schrotze, soll ich die wegpacken? Die kann, ja, du kannst, ach doch, gib sie mir. Warte, ich hole nur meine Mod da raus. Meine Taschenlampe. Hier, dann kannst du die 1er haben, dann gebe ich dir noch ein paar Schuss zur Not mit, ne? Ja. Wenn's mal hart auf ja, genau, kommt hier. Genau. Und komm, nimm mal das hier, weil dann habe ich keinen Stack voll, so. Mir wird und warm. Deine ist hier, dann nehme ich jetzt die Schlotze wieder an mich und du kriegst hier die 9mm mit, ja, 50.000 Schuss hier. Und die Panzerbrechenden habe ich auch noch gekauft. 50.000 Schuss. Und hier ist deine Brille noch. Ja, ich glaube, ich muss mich jetzt von meinem Bogen verabschieden. Ja, siehst du, ich habe ja noch meine Armbrust. Ja. Armbrust und Schlotze, das reicht mir. Guck mal, verändern, dann brauche ich nämlich auch die Mod nicht mehr. Die könntest du sonst nochmal verkaufen oder in deine Armbrust geht die ja nicht rein, ne? Was denn? Ah, die Pfeilmod? Ja. Ich werde ja keinen Bogen benutzen, also dann verkaufe ich die, ne? Tragen. Hier, Dreierpistole. Jetzt habe ich eine Pistole, eine Donnerbüchse. Ja. Von der Donnerbüchse kann ich mich auch bald verabschieden. Noch will ich sie aber zur Not behalten. Ja, dann habe ich ja Milliarden Schuss für die Pistole, das ist ja Hammer. Ja, also brauchst du nicht sparen auf jeden Fall. Ja. Wenn ich auch eine finde, dann können wir die aufteilen. Aber jetzt habe ich noch keine. Hier habe ich auch noch für dich. Du bist ja mehr im Nahkampf, dann kriegst du mehr Verbände hier. So. Oh Gott, mir geht's gerade ganz schlecht. Ich muss mal ins Gebäude. Seht ihr, das ist jetzt der Moment, wo ich den Ledermantel anziehe. Weil einfach... Oh, warte, da vorne schon nicht noch mehr. Kälte, ja. Hitze 12. Und was hat der... Hitzewiderstand 19. Seht ihr, und da muss ich halt einmal darauf zurückgreifen. Das meinte ich mit Biom und so. Hier, Yuka, der bringt auch nichts mehr mit Abkühlung, oder? Ich glaube, mein roter Tee ist das. Roter Tee, da steht nur effektive Verdauung. Maximale Ausdauerverlust von ja, ich weiß auch nicht genau. Es gab auf jeden Fall mal so, ich weiß, was du meinst. Ja, hier, das eine ist Durchfall heilen, das andere ist effektive Verdauung. Yucca-Saft, war da nicht mal irgendwas mit Abkühlung? Ausgezeichnete Hydrierung, aber... gut, so. Jedenfalls ist mir nicht mehr warm. Ja, hier drin geht's, ne? Ja. Quest wollten wir annehmen, ne? Oder machen wir es in der nächsten Folge, ne? Wer jetzt noch zuschaut, der hat echt Bock gehabt, die Händler-Session zu sehen. Aber das muss nicht jeder sein. Deshalb
können wir dann in der nächsten Folge starten mit Questannahme und Quest, oder? Richtig, dann würden wir gucken, ob die Quest vielleicht noch, ja gut, das ist Wüstengebiet, ne? In welche Richtung die Quest führt. Ja. Ja. Und währenddessen decken wir die Karte weiter auf, hoffe ich. Natürlich. Oh, shit. Warte mal. Gut, ich glaube, ich bleib da drin. Sobald ich rausgehe, wird mir warm. Jo, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Tschö.